63 Meter hohes Windrad war der Schauplatz einer schwindelerregenden Aktion. Kabarettistin Andrea Händler besteigt die IG Windkraftanlage in Vösendorf. Das Ziel, wieder heil herunterzukommen. Ich habe im Moment eher die Problematik, wie komme ich da rauf? Weniger, wie komme ich da runter? Nein, sind ja, ist eine Leiter raufzuklettern, ja. Sind sie schwindelfrei? Ich glaube schon. Also ich war es zumindest noch, als ich noch in die Berge ging. Da war ich noch schwindelfrei. Schauen wir mal, ob ich es noch immer bin. Das wird sich herausstellen, denn es ist Zeit für den Aufstieg. Was war schlimmer? Die lange Leiter oder doch der Abgrund? Raufgehen war schlimm, runterfahren nicht. Runterfahren wäre nur schöner, wenn man sich so hängt, könnte man mehr sehen. Ja. Aber ist ja eigentlich nicht zum Vergnügen, das Ding da. Aber Sie würden es vielleicht nochmal machen? Ja, aber nur dort, wo ich mit dem Lift rauffahren kann.